Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich mit dir reden, wie man Widerstände auflöst. Und dazu gibt es ein tolles Kapitel in dem Buch von Vadim Seeland. Das habe ich heute extra mitgebracht, hier um die Ecke aus meinem Bücherregal rausgeholt. Und zwar geht es um das Thema Nivellierungskräfte. Ja, Nivellierungskräfte hat was mit Widerstand zu tun. Und ich habe die letzten Tage ein bisschen was mit meinem Bruder mich darüber unterhalten. Da hat er mir erzählt, dass er jetzt mehr meditiert als sonst und dass er beim Meditieren immer wieder das Gefühl hat oder merkt, wie er im Alltag zu viele Widerstände hat gegen gewisse Situationen. Und wenn er diese Widerstände loslässt, wenn er Situationen akzeptiert, so unangenehm sie auch sind, dass damit diese Situationen von alleine sich oft lösen. Nicht immer alle, aber oft lösen sich die Situationen. Und wenn nicht, wird es einfacher, weil du einfach akzeptierst, was ist. Und ich meinte dann zu ihm, ja gut, das habe ich schon mal vor ein paar Jahren gelesen, merke aber, dass ich es im Alltag nicht immer nutze. Auf bewusster Ebene kann ich dir sagen, klar, ich habe alle Widerstände losgelassen und ja, bin voll im Hier und Jetzt, obwohl das stimmt nicht, im Hier und Jetzt bin ich nicht immer. Sehr, sehr schwer für mich, ständig im Jetzt zu sein, aber ist ein anderes Thema, kann ich gerne ein anderes Video dazu machen. Also wenn ich wirklich mal im Jetzt bin, das muss ich dann nochmal kurz mit euch teilen, wenn ich wirklich im Jetzt bin, was selten vorkommt, dann spüre ich pures Glück. Pures Glück. Und in der Regel bin ich nicht im Hier und Jetzt. Ich kann jetzt sagen, ich bin gerade im Hier und Jetzt und schaue mir gerade das Zimmer an und ich weiß, im Hinterkopf ist bei mir schon die Wäsche. Ich muss ja noch dieses erledigen, noch einkaufen. Das heißt, und da bist du ja schon nicht mehr im Jetzt. Im Jetzt bist du, wenn du wirklich mit deinem gesamten Sein im Jetzt bist. Und das ist für unsere Gesellschaft, die ständig irgendwas erledigen möchte und ständig was zu tun hat, ist sehr, sehr schwer. Aber ich kann euch sagen, es ist pures, pures Glück und es ist Übungssache. Gerade bei Meditieren merke ich, dass wenn ich längere Zeit sitze, längere Zeit auch die Augen zuhalte und das hier und jetzt spüre oder auch manchmal die Augen offen habe, dann spüre ich pures Glück. Müsste ich eigentlich öfters machen. So, zurück zu den Widerständen auflösen. Ich möchte euch ein bisschen aus meiner Erfahrung was erzählen. Ich hatte vor einigen Jahren ein Riesenthema, was mich sowas von fertig gemacht hat und ich wollte das Thema einfach nicht in meinem Leben haben. Am liebsten wegrennen, am liebsten ausziehen, am liebsten verschwinden aus dieser Welt. Und dann habe ich mich an dieses Buch erinnert, das ich vor einigen La Jahren gelesen habe, was sagt, wenn du etwas auf, ihr kennt doch diese Siegerpodest, ne? Das Podest, ne? Erster, zweiter, dritter Platz. Wenn ich etwas auf dem Podest draufstelle und ich feiere das und ich möchte es unbedingt erreichen oder ich möchte das Thema überhaupt nicht, voll den Widerstand dagegen. Es sind zwei Sachen, die gleiche Schwingung haben. Entweder ich möchte etwas unbedingt erfolgreich werden, schlank werden, keine Ahnung, irgendein Ziel erreichen oder etwas, was ich überhaupt nicht will. Hat beides die gleiche Kraft. Ganz, ganz großen Widerstand. Was passiert? Da kommen die Nivellierungskräfte, was Vadim Seeland erzählt. Die müssen die Energien wieder in Ausgleich, in Balance bringen, weil es einfach eine zu krass hohe Energie ist, weil ich etwas unbedingt will oder etwas unbedingt nicht will. Genau, ich lese euch das mal am besten vor. Ich hoffe, ihr könnt mich hören mit dem Mikro jetzt. Ich lese euch das mal vor. Und zwar ist es das Buch, ich glaube, es steht in all seinen Büchern drin, aber ich lese euch jetzt, ich habe nämlich alle Teile hier von 1 bis, ich glaube, 7 geht es. Und das ist jetzt hier, Vadim Seeland, Transurfing, Lenker der Realität, die Antworten, habe ich mir einfach eben rausgesucht. Und hier steht jetzt, nee, nicht die Kraft der Träume, jetzt muss ich nochmal raussuchen. Die Nivellierungskräfte. Überall dort, wo ein Überschusspotenzial ist, entstehen Nivellierungskräfte, die auf dessen Beseitigung abzielen. Das Potenzial entsteht durch gedankliche Energie des Menschen, wenn er einem Objekt überschüssige Bedeutung beimisst. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Stell dir mal vor, ich rufe dich jetzt an und sage, hör mal zu, wir können zusammenarbeiten. Du bekommst den und den Job und es ist ein Job, den du geil findest, der dir richtig Spaß macht. Keine Ahnung. Egal das, was du liebst. Du kannst gut kochen, du kannst gut nähen, du kannst gut filmen. Irgendetwas, was du besonders gut kannst. Und ich sage dir, wir arbeiten in Zukunft zusammen und du bekommst im Monat 10.000 Euro für diesen Job. Sind 4 Stunden ungefähr pro Tag. Und du kriegst 10.000 Euro. Ist natürlich ein geiler Job, wenn es etwas ist, was du gut kannst. Du wirst dich so freuen und so hoffen, dass das klappt und so eine Angst haben. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich tut sie mich nicht irgendwie vergessen oder es heißt, es war falsch. Ich habe dich falsch angerufen. Wenn du da so große Erwartungen und so eine große Bedeutung dieser Situation beimisst, bekommst du den Job nicht. Und das ist die Schwierigkeit, ihr Lieben. Das ist auch für mich im Alltag schwierig. Da loszulassen wäre schön, wenn es klappt. Und wenn nicht, ist es auch okay. Das Problem, was ich habe.
Wäre schön, wenn es verschwunden ist, aber es wäre auch okay, wenn es noch bleibt. Und dann merke ich dann schon den Widerstand, nein, ich will nicht, dass es bleibt. Und wenn ich das in mir spüre, ist es ein Widerstand, der ein Überschusspotenzial in dieser Sache reinbringt. Wir wollen zur Veranschaulichung zwei Situationen vergleichen. Sie stehen auf dem Fußboden Ihres Hauses oder am Rande eines Abgrundes. Im ersten Falle sind Sie nicht im geringsten beunruhigt. Im zweiten Fall hat die Situation für Sie eine sehr große Bedeutung. Ja, wenn du an einem Abgrund stehst, ist natürlich was ganz anderes, weil du Angst hast, da runterzufallen, als wenn du einfach auf einer Linie auf deinem Teppich stehst. Ja, du weißt, du wirst eh nicht fallen. Wenn du nach links kommst, stehst du immer noch auf dem Teppich. Du fällst ja nicht in den Abgrund. Nochmal. Im zweiten Fall hat die Situation für Sie eine sehr große Bedeutung, also wenn du am Abgrund stehst. Auf der energetischen Ebene hat die Tatsache, dass Sie stehen, in beiden Fällen die gleiche Bedeutung. Aber wenn Sie am Abgrund stehen, kreieren Sie durch Ihre Angst eine Spannung, eine Unebenheit im energetischen Feld. Als Folge davon entstehen Nivellierungskräfte, die auf die Beseitigung der Unebenheit gerichtet sind. Sie können Ihre Wirkungsweise auch spüren. Eine unerklärliche Kraft scheint sie nach unten zu ziehen, doch gleichzeitig treibt sie etwas dazu, sich vom Rand zu entfernen. Denn um das Überschusspotenzial ihrer Angst zu beseitigen, müssen die Nivellierungskräfte sie entweder vom Rand wegbewegen oder nach unten ziehen. In beiden Fällen ist Schluss mit der Angst und diese gegensätzliche Wirkung können sie spüren. Die Nivellierungskräfte zur Beseitigung von Überschusspotenzialen bewirken die meisten unserer Probleme. Ihre Tücke besteht darin, dass wir oft genau das Gegenteil des Ergebnisses bekommen, das wir uns vorgenommen haben. Was genau geschieht, ist dabei völlig unverständlich. Man könnte das Gefühl haben, eine unerklärliche böse Kraft handle nach einer Art Gesetz der Gemeinheit. Er ist jetzt hier nicht darauf eingegangen, nur kurz. In einem der anderen Bücher erklärt er das genauer, wie ich es euch eben gerade erzählt habe. Zum Beispiel, du möchtest nicht, dass dein Mann andere Frauen anschaut. Und das ist für dich ganz, 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 ganz schlimm. Du gibst dieser Situation so eine große Bedeutung, er wird immer wieder andere Frauen anschauen. In das Thema könnte man auch nochmal tiefer reingehen. Klar, es gibt Männer, die haben einfach den Drang dazu und die sind ständig so, aber dann ziehst du auch so einen an, wenn du schon darauf bestehst, dass dein Mann niemals so sein darf. Weil dann ist wieder dein Fokus da drauf und du bekommst das, worauf dein Fokus ist. Ich gebe dir noch ein anderes Beispiel. Du bist unterwegs mit dem Auto und es ist hier beinahe einer von der Seite reingefahren. Es gäbe fast einen Unfall und du wärst am Arsch gewesen. Wenn du dann nach Hause fährst, erzählst du es deinem Partner. Hey, ist voll der Idiot, der ist fast in mich reingefahren, mein Herz ist stehen geblieben, ich habe gedacht, ein Unfall. Dann ruft deine Mutter an, erzählst du ihr das Gleiche. Dann kommt deine Freundin vorbei, dann erzählst du ihr das Gleiche. Das war so, du gibst der Situation so eine Riesenbedeutung. Schau, dass du solchen Situationen keine große Bedeutung gibst. Sei es diese Bedeutung oder auch sei es diese Situation oder auch andere Situationen. Achte darauf, dass du, auch wenn du ein Problem hast, keine zu große Bedeutung beimessen. Dann wirst du sehen, dass energetisch sich etwas da tut. Und das Universum testet dich ständig. Es wird dich immer wieder testen, ob du es verstanden hast, diese Lektion. Sagen wir mal zum Beispiel, du hast zu wenig Geld auf dem Konto und regst dich extrem darüber auf. Du gibst der Situation eine zu große Bedeutung und es bleibt dabei, dass das Geld zu wenig ist. Und wenn du es einfach loslässt, und das ist die Schwierigkeit, wir haben gelernt, dass wir hart für etwas arbeiten müssen. Wir haben gelernt, Verantwortung zu übernehmen und etwas dagegen zu tun, unbedingt und jetzt. Und du musst dich aufregen, du musst darüber reden, du musst jetzt überlegen, was kann ich als nächstes tun. Wenn wir aber energetisch arbeiten, ist eine andere Sache. Wenn du die Sache loslässt, wenn du dein Konto loslässt und wenn du dich stimmig fühlst, wenn du dich gut fühlst, wird auf irgendeiner Weise plötzlich Geld zu dir kommen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die schon etwas länger her ist, wo ich mich darüber geärgert habe, dass ich ja am Monatsende zu wenig Geld auf meinem Konto hatte. Und dann fing ich an, mich mit den Gesetzen zu beschäftigen und dann dachte ich, komm, dann lass es einfach los. Lass es komplett los, ärgere dich nicht. Und ich weiß noch, dass dann in diesem Monat innerhalb von 15 Tagen zweimal 500 € zu mir kamen. Das ist unglaublich. Es gibt keine Zufälle. Ich habe ein paar Sachen auf eBay verkauft und dann kamen 500 € zusammen. Und dann kam noch eine Zahlung von einem Online-Shop von 500 € zu mir. Und das war damals noch ganz am Anfang von meiner YouTube-Karriere. War das noch ganz am Anfang? Ja, so 2 Jahre, nachdem ich angefangen habe. Und das dann plötzlich zu sehen, dass ich auf einmal 1.000 € mehr hatte, nur weil ich die Situation losgelassen habe und mich nicht extrem darauf fokussiert habe, dass zu wenig Geld da ist. Es ist schwierig in Worte zu beschreiben. Es ist einfacher, wenn man dasselbe erlebt, dass in solchen Momenten, wo du dich eigentlich gerade aufregen willst, und man darf sich ja diese paar Minuten mal aufregen, das ist ja der Unterschied zwischen Menschen, die sehr erfolgreich sind mit großen Firmen und Menschen, die ständig halt mit ihrem kleinen Minijob sich gerade mal über Wasser halten. Die Menschen, die extrem erfolgreich sind mit solchen Dingen, lernen sich nicht mehr
tagelang über etwas aufzuregen, sondern diese Zeit, wo man sich über etwas aufregt, so kurz wie möglich zu halten. Am besten 2 Minuten, wenn es geht, höchstens 5 Minuten, Themawechsel. Und das ist schwierig, weil dein Ego dich immer wieder zurückzerrt, die Situation anzuschauen und dich darüber aufzuregen, die Schuldigen zu suchen und einfach nur abzulästern und einfach nur schlecht gelaunt zu sein. Das war's jetzt zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Weisheiten aus irgendwelchen Büchern von mir haben wollt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag oder einen wundervollen Abend und bis zum nächsten Video.